Falk mit Sicherheit der. Was auch ganz schön ist, wenn Rotation den Ball zu legen. Mehr Druck auf den jeweils anderen ausüben. Wer kommt jetzt? Aufschlag Falk. Schöner Rückschlag. Also für die Nummer 9. Das ist die Punkt 5 zu 4. Das Ankommen. Dadurch natürlich auch das eigene Aufschlagspiel. Sehr, sehr wichtig. Ja, guter Rückschlag eigentlich von Schu. Den Bremer. Er leicht in die aggressive, in die angreifende Position bringen kann. Aufschlag machen konnte. Spieler noch ein wenig an den Mitteln, um etwas dagegen zu unternehmen. Ja, und der war zu hoch und das ist genau für den Weltmeister. Und er nutzt den ersten. 11 zu 6 geht der erste Satz nach Bremen. Richtung Wechselpunkt bekommt, aber nicht den Konter parat hat. Boah, knapp. Noch der lange Aufschlag über Penholder-Spieler. Und er spielt immer wieder. Ja, diesmal. Wunderschön gespielt von beiden. Der weiter Druck macht, jetzt leichter. Aber Matthias Falk jetzt mit eigenem Aufschlag die Möglichkeit zurückzukommen. Und sogar den. Lieber werden wollte, und das glaube ich auch die richtige Variante für den Weltmeister. Schöner Ball mit der Rückhand. Keine Möglichkeit abzuwehren. 8 zu 4, er verkürzt. Und stellt jetzt den Aufschlag um. Gäbe es kein Morgen. Ja, und dasselbe nochmal. Wieder der Rückhand auf. Dankeschön. Und er holt sich Satz Nummer 2 gegen Matthias Falk. 11 zu 4. Doch bisher stetig steigern konnte. Schon nach etwas wackeligem Beginn doch sehr stabil geworden. Sowohl international als auch in der Liga. So, Rückschlag 2 zu 1. Boah, bitter für Falk und das weiß er und deswegen 3-2 die Führung für Schuh. Halbplan muss besser werden. 4 zu 3. Und der Rückschlag war Weltklasse. Stark. Ach, aber auch da der Sophia 2 Punkte Führung bleibt bestehen. Und da kämpft er sich fast zurück. Der Herausforderungen und Aufgaben. 6 beide. Aber. Er ist zu langsam auf den Füßen. 8 zu 6. Und da kämpft er sich eigentlich etwas überzogen, etwas überrissen. Macht seit Satz 2 eine gute Figur. Aber Matthias Falk.
Aber schon, der hat die Aufschläge von Falk jetzt besser im Griff. Und das zeigt... Dritter Satz. Das bleibt spannend. Game zu neu. Ja, diesmal... Gute Antwort. Von Falk. Das ist vielleicht eine Variante, die er im Hinterkopf behalten muss. Ja, da beide etwas überrascht gewesen von... Diesmal landet der Ball im Netz. Was mir jetzt besser gefällt. Und da ist zu vier. Zu bezwingen. Zwei Punkte vor. Im vierten Satz 6-4. Ja, und wieder Richtung. Das bitter. Für Schuh bei eigenem Aufschlag den Erfolg perfekt zu machen. Diesmal. Und da war die Lücke. Oh, gut gespielt hier wieder. Noch der Rückhand. Und er nutzt diesen Matchball mit etwas Glück, weil der Angriffsball...